Die Leute malen sich ihren Gott, wie sie Lust drauf haben. Damit die Evangelien zufrieden sind, müssen wir aus unserer Kirche etwas wegstreichen. Ja? Vielleicht die Eucharistie, vielleicht die Beichte. Die katholische Kirche ist mir zu, die ist mir zu unbequem. Und auf einmal fing diese Hostie an zu bluten und verwandelte sich zum Teil zu einem Stück Menschenfleisch. Niemand greift diese Leute an. Alle sagen, hey, lass doch die Muslime beten. Aber die katholische Kirche, die wird kaputt gemacht. Und das ist etwas, was man ganz klar in der katholischen Kirche auch sagen muss. Liebe Priester in der katholischen Kirche, sprechen Sie doch bitte wieder über... Hallihallo, ihr lieben Leute. Mein Name ist Michael Waletzko und ich freue mich, dass ihr einschaltet hier bei Menschenfischen. Heute geht es um Folgendes, um Ökumene und dieses ganze Ding, dieses Gerede von... Ja, wir müssen zu einer Einheit zusammenwachsen und so weiter. Ja, Katholiken mit den Evangelien und eigentlich nervt mich das total. Es nervt mich total. Ich muss ehrlich zugeben, ich kenne sehr viele Evangelien und diesen Leuten ist das total wurscht. Die sagen, hey, wenn du katholisch bist, bist du katholisch. Und diejenigen, die evangelisch sind, katholisch sind, die sagen zu den Evangelien, hey, uns ist das total wurscht, mach mal. Also wenn du meinst, du fühlst dich dort besser aufgehoben, dann sei doch katholisch. Und das, was man uns aber in den Medien versucht zu erzählen oder zu sagen, ist, dass wir etwas, dass wir das brauchen, dass wir uns zusammentun müssen. Aber mit welchen Folgen oder welche Konsequenz hat das für uns Christen, für uns Katholiken, für die katholische Kirche, wenn wir uns mit irgendeinem zusammentun? Gut, der erste Schritt wäre, wir tun uns mit den Evangelien zusammen. Ja? Das heißt, wir müssen, damit die Evangelien zufrieden sind, müssen wir aus unserer Kirche etwas wegstreichen. Ja? Vielleicht die Eucharistie, vielleicht die Beichte, vielleicht, ich weiß es nicht was. Beziehungsweise, weil das geht ja eigentlich immer von der Seite aus. Man hat das Gefühl, dass verlangt wird, dass die katholische Kirche sich ändert. Und ich meine, die evangelische Kirche oder Luther hat ja im Prinzip eine Änderung gemacht und sich von der katholischen Kirche abgespaltet und ein paar Sachen einfach wegrationalisiert. Beichte gibt es nicht mehr, Sünde als solches gibt es auch nicht, wir sind erlöst, ne? Jesus ist am Kreuz gestorben für uns und es ist eigentlich schon alles damit gesagt. Das heißt, wir müssen den ganzen Tag uns freuen und Lobpreis machen. Ja? Ich war selbst mal in so einer freikirchlichen Gemeinde ein paar Mal und ich muss gestehen, der Prediger war wirklich gut. Ein sehr guter Prediger oder Pastor, der dort gesprochen hat, und die Predigt hat mir auch sehr gut gefallen. Der Lobpreis war fantastisch, aber das war es dann auch. Es gab keine Eucharistie, es gab kein Wort über die Sünde, dass man sich selbst ein bisschen reflektieren muss jeden Tag, dass man darüber nachdenken muss, ey, habe ich alles richtig gemacht? Sollte ich mich vielleicht bei jemandem entschuldigen? Soll ich mich bei Gott entschuldigen? Sondern der Charakter des Ganzen war, hey, Jesus liebt dich über alles und alles ist gut und es gibt keine Sünde, es ist alles Happy Time. Ja. Und ich sage mal, wenn man sich die Freikirchen anguckt, dort wird, wie gesagt, guter Lobpreis gemacht. Es ist ein Event. Ja, es ist jeden Sonntag dann quasi ein Event, eine Feier. Auf eine Art und Weise, die sie einem Pop- oder Rockkonzert gleicht. Ja, wo anschließend Kaffee getrunken wird. Nichts gegen Kaffee. Das gibt es bei den Katholiken auch. Ich trinke auch gerne Kaffee. Finde ich auch gar nicht schlecht, dass man mit den Gemeindemitgliedern, dass man dann noch zusammenkommt. Aber man muss da unterscheiden. Wenn ich in die Kirche gehe, wenn ich in die Heilige Messe gehe, gehe ich dort nicht wegen der Gemeinde hin, wegen irgendeinem, der da mit vorne in der Bank, links, rechts, vorne, hinten oder sonst wo steht, ja, oder wegen der Musik, sondern ich gehe dorthin, weil dort Jesus ist, um das Wort Gottes zu hören, und ich gehe zur Heiligen Kommunion, weil Communio bedeutet vereinigen, sich verbinden. Ich gehe dorthin, um mich mit Gott zu verbinden. Das, was viele wahrscheinlich schon vergessen haben oder gar nicht erst wissen. Ich habe heute mit einer Bekannten darüber gesprochen. Sie sagte nämlich auch, ja, also ich brauche jetzt nicht an Gott zu glauben, um
Nein, ich brauche nicht in die Kirche zu gehen, um an Gott zu glauben. Das Thema hatten wir ja beim letzten Mal schon. Sondern, ja, das kann ich auch zu Hause machen. Also ich brauche die Kirche nicht. Wie gesagt, in einer Form richtig. Und dann habe ich ihr den Hinweis auf mein letztes Video gegeben. Und sie sagte, da kann ich dir nicht zustimmen. Natürlich brauche ich irgendwie Raum und Zeit und so, aber ich kann mich mit meinen Freunden überall treffen. Überall treffen. Das heißt, ich muss jetzt nicht einen bestimmten Ort dafür haben, um mich mit ihnen zu treffen. Das ist auch nicht falsch, das ist richtig, klar. Du kannst dich beim Fußball mit ihnen treffen, du kannst dich zu Hause treffen, du kannst dich in der Diskothek mit ihnen treffen. Das ist richtig. Aber das, was uns Jesus hinterlassen hat, in seinem, also seine Botschaft an uns, beziehungsweise seine Hinterlassenschaft, ist die Eucharistie. Und die Eucharistie, das heißt der Leib Christi, das, was der Priester immer nach oben nimmt, wenn er die, während er die, oder die Wandlungsworte spricht, ja, das ist das, was Jesus uns hinterlassen hat. Das heißt ja, er nahm das Brot, sagte Dank und sprach, seht, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und dann seht, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und dann sagt er, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist die Einsetzung der Eucharistie, sagt man. Das heißt, der Beginn des Priestertums. Und während der Priester diese Wandlungsworte spricht, spricht er ja die Worte, ich weiß die Worte nicht genau, ich bin nicht Priester, aber es heißt, dieser Moment in der Heiligen Messe bedeutet Wandlung. Das heißt, die Worte, die er dort spricht, aus Brot und Wein, wird Leib und Blut Christi, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es gab ein paar Priester und Menschen, die das nicht geglaubt haben, also Priester, die diese Eucharistiefeier gefeiert haben, ja, und die hielten dann die Hostie nach oben und glaubten aber nicht daran, dass das wahr ist, was dort passiert. Und auf einmal fing diese Hostie an zu bluten und verwandelte sich zum Teil zu einem Stück Menschenfleisch. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt und wo man sagt so, hey, oh mein Gott, was ist das denn? Kannibalismus, Menschenfleisch und so weiter. Und das ist ja auch das, wofür die Hohepriester Jesus quasi reinpinnen wollten oder wo die gesagt haben, weil Jesus gesagt hat, wer mein Blut isst, trinkt und mein Fleisch isst, der ist in mir und ich bin in ihm. Johannes 26,6 oder 6,26, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der ist in mir und ich bin in ihm. Das heißt, Jesus wusste genau, dass er sterben wird für uns. Dass er dann anschließend in den Himmel aufgeht. Das hat er ja gesagt, ich werde den Tempel in 3 Tagen wieder aufbauen. Ihr könnt ihn niederreißen, ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und nach 3 Tagen ist er ja auferstanden und in den Himmel gegangen. Und das ist das, er wusste das, es war ihm bewusst. Und das ist das, was er seinen Jüngern und uns allen hinterlassen hat. Das heißt die Eucharistie. Was er gesagt hat zu seinen Jüngern, zu seinen 12 Aposteln, zu seinen Priestern. Das war der Beginn des Priestertums, dass die Priester, dass er ihnen aufgetragen hat, tut dies zu meinem Gedächtnis, Freunde. Und diejenigen, wie gesagt, die Priester, die das nicht geglaubt haben, es gibt sehr, sehr viele eucharistische Wunder, googelt das mal, eucharistisches Wunder, wo das die Hostie zu Fleisch und Blut geworden ist, während der Wandlungsworte. Vor kurzem noch in Polen, in Legnica. Und das älteste und bekannteste eucharistische Wunder ist das Wunder von Lanciano in Italien. Ich weiß nicht, wie viel 100 Jahre alt das ist, 600, 800. Auf jeden Fall noch vor der evangelischen Kirche, vor der Ökumene. Nicht vor der Ökumene, vor der evangelischen Kirche und vor Martin Luther. Und also die ältesten eucharistischen, bekannten eucharistischen Wunder sind so um die, weiß ich nicht, 800.000 Jahre alt, irgendwie so. Ich weiß es nicht genau, ich google es und blende es ein. Und die jüngsten sind erst 2, 3 Jahre alt. Und das ist nicht nur Lehre der katholischen Kirche, was ich hier sage, sondern es ist etwas, was die Wissenschaftler überprüft haben. Also alle diese Wunder, nicht alle diese Wunder, aber sehr viele von diesen Wundern wurden auch wissenschaftlich untersucht. Und man stellte Folgendes fest. Es ist ein und dieselbe Blutgruppe. Es ist auch dieselbe Blutgruppe wie auf dem Turiner Grabtuch. Zweitens, es ist lebendiges Blut. Lebendiges Blut, daran kann man, also man kann lebendiges Blut daran nur feststellen, dass, also das Leben in einem Menschen feststellen, dass die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, dass die noch intakt sind. Wenn die nicht intakt sind, ist der Mensch tot. So stellt man auch den Tod fest. Eine Sache.
Also gleiche Blutgruppe, lebendiges Blut, gleiche DNA und dass man festgestellt hat, es ist ein Teil eines Herzmuskels eines jungen Mannes, der im Todeskampf unter schwerstem Stress steht. Und das hat man sowohl bei den ältesten eucharistischen Wundern als auch bei den jüngsten eucharistischen Wundern festgestellt. Das bedeutet, dass was Jesus damals gesagt hat zu seinen Aposteln, tut dies zu meinem Gedächtnis, das ist mein Fleisch, das ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird. Er hat nicht gesagt, das ist zum Zeichen, macht das als Erinnerung, als Legende, sondern das ist mein Leib. Und wenn wir Katholiken und Evangelen beten, ich glaube an den Heiligen Geist, die allgemeine Kirche beten ja die Evangelien und die Katholiken beten an die heilige katholische oder apostolische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben, dass wir im Prinzip nach dem Tod auferstehen, dann muss man das wörtlich nehmen. Dann muss man das wörtlich nehmen und wenn man dann an die Ökumene denkt und an das, dass viele dafür plädieren, sowohl hier mit Maria 2.0 und irgendwelche Leute, die sagen, wir müssen die Kirchen zusammentun, das geht nicht. Das macht erstens keinen Sinn. Zweitens ist die katholische Kirche nur deswegen da, weil sie nicht verändert wurde. Und wenn man dann schaut, die protestantischen Bewegungen, freikirchlichen Bewegungen in den USA, kann man das ganz gut nachsehen. Es gibt Straßenzüge oder ja, Straßenzüge, Straßen, wo es unendlich viele Kirchen gibt. Ja, die Kirche ist das. Und dann steht da ganz groß auf der Wand: Wir glauben an das, wir glauben an dies, wir glauben an jenes. Fährst dann 200 Meter weiter, steht die nächste Kirche: Wir glauben an das, wir glauben an dies, an jenes. Freikirchliche Organisationen oder Freikirchen. Da muss ich mir die Frage stellen: Was denn jetzt? Ich soll mir aussuchen, woran ich glaube? Und mich dann entscheiden, wo ich eintrete, oder hat derjenige, Jesus Christus, uns gesagt, woran wir zu glauben haben, beziehungsweise was die Wahrheit ist. Ob du das glaubst oder nicht, das ist ja, bleibt ja jedem selbst überlassen. Er hat niemanden gezwungen, er braucht keine Sklaven. Aber das ist der Punkt heutzutage. Die Leute sind egoistisch, die Leute malen sich ihren Gott, wie sie Lust drauf haben. Und letztens habe ich mit einer Freundin oder mit einem Mädel habe ich gesprochen, sie ist Baptistin, ein ganz cooles Mädchen. Und die sagte zu mir: Hey, die katholische Kirche ist mir zu, die ist mir zu unbequem. Und ich muss dann, oder ich entgegnete ihr dann: Weißt du was, den unbequemsten Weg, den hat Jesus selbst auf sich genommen. Das heißt, wir sind alle in der Pflicht, ob du gläubig bist, nicht gläubig bist, Katholik, Evangelisch, Baptist, ganz wurscht. Wir sind alle in der Pflicht, darüber nachzudenken: Hey, was ist das Vermächtnis Jesu, was ist das, was er uns hinterlassen hat? Was ist wirklich die reine und saubere Lehre? Was hat man wegrationalisiert? Was versucht man zu zerstören? Und welchen Sinn und welche Auswirkungen hat diese ganze Ökumene? Also ich bin absolut dagegen. Ich freue mich, dass ich katholisch bin, dass ich in einer katholischen Kirche noch einen Priester sehe, der die heilige Messe feiert, dass ich dort Communio halten kann, dass ich mich mit Gott vereinigen kann. Das ist für mich das größte Geschenk, was er uns gegeben hat, neben der Beichte, dass er sagt: Hey, irgendwie muss ich das doch machen, um mich mit euch zu vereinigen. Ich liebe dich so sehr, dass ich mich mit dir verbinden möchte, mit dir. In der Bibel steht, ich möchte mit dir Mahl halten. Und wie hätte er das sonst machen sollen, um sich mit uns zu vereinigen? Ist das nicht cool, dass wir sagen: Hey Gott, du bist so genial, du schenkst dich in diesem kleinen Stück Brot. Das heißt, Gott macht sich so klein, dass er sich mit uns vereinigen kann. Das heißt, diese Vereinigung passiert sowohl auf körperlicher Ebene als auch auf der geistigen Ebene. Und eine Heilige, bevor sie heilig gesprochen wurde, hat mal gesagt: In dem Augenblick, wo ein Mensch der reinen Gewissens ist, die Kommunion empfängt, können die Engel ihn von Gott nicht unterscheiden. In dem Augenblick, dass er so in einem Glanz erstrahlt, dass sie ihn von Gott nicht unterscheiden können. Und ich habe vor ein paar Wochen mal eine Sendung gehört, wo ich einen evangelischen Pastor im WDR gehört habe, wo er so eine Umfrage gemacht hat, hat den Leuten die Frage gestellt: Hey, wie muss für dich Kirche sein und so? Und
Dann haben die gesagt, ja, diese alten komischen Bilder an den Wänden von den Heiligen, das ist ja irgendwie komisch und da habe ich keinen Bock drauf, die sich dann so aufgeopfert haben für die anderen. Da habe ich ja nichts von, wenn ich nur für die anderen da bin. Und hat dieser Pastor dann noch entgegnet, ja genau, das ist halt so eine alte Form, da haben wir nichts von, das muss quasi reformiert werden. Da hast du nichts von, wenn du für die anderen da bist. Also ich habe dann wirklich, war total erstaunt, das war im 1 Live. Ich meine, einerseits wundert es mich nicht, da läuft eh immer nur Propaganda in unseren Medien, vor allem hier im Ruhrpott gibt es keine vernünftigen Radiosender mehr. Und ich muss einfach sagen, was ist denn das Vermächtnis Jesu beziehungsweise das Ziel, dem wir entgegentreten sollen oder was wir anstreben sollen, ist doch Heiligkeit, ist doch Nächstenliebe. Das ist doch das, was Jesus gepredigt hat. Sei für die anderen da. Liebet eure Feinde. Wenn dir einer was wegnimmt, schenk ihm noch was dazu. Wenn einer dich darum bittet, 2 Meilen mit ihm zu laufen, geh 6 Meilen mit ihm. So. Und wenn dann einer sagt, nee, ich möchte nicht so wie die Heiligen da für andere da sein, weil da habe ich ja nichts von, dann hat dieser Pastor etwas nicht verstanden. Liebe Pastoren der evangelischen Kirche, liebe Leute, liebe Evangelien, liebe Katholiken, alle, die dort draußen ihr seid. Ich möchte hier weder die Katholiken und die Evangelien kritisieren. Überall gibt es Kritikpunkte, die man ankratzen, ansprechen und beheben muss. Aber es wird sich nichts ändern, wenn wir sagen, hey, wir schaffen die katholische Kirche ab oder wir tun die Kirchen zusammen. Das wird einfach nicht funktionieren. Das wird einfach nur dazu führen, dass wir ein Durcheinander haben, dass alles irgendwie aus dem Ruder läuft, dass alle tun und machen, was sie wollen. Und so ist es dann halt. Ich habe beobachtet, in den letzten Monaten ist mir das sehr stark aufgefallen. Ich war in sehr, sehr vielen verschiedenen Kirchen mal zum Gottesdienst, zur Heiligen Messe. Und ich muss sagen, je mehr dort sich die Menschen einmischen in den Grundkern der katholischen Kirche und auch der Heiligen Messe. Ich war in einer Messe gewesen, wo man die Kinder, die noch nicht bei der Kommunion waren, die hat man dann für den ersten Teil, das heißt bis zur Wandlung oder bis nach der Wandlung, bis vor dem Vaterunser, sind die Kinder in der Sakristei, dort wird dann eine Geschichte vorgelesen und anschließend wird die Messe unterbrochen. Die Kinder kommen dann aus der Sakristei herausgerannt, stellen sich um den Altar, vorher wird noch irgendwas dazwischen gequatscht. Das heißt, die gesamte Messe nach der Wandlung wird unterbrochen. Es gibt ein Rumoren quasi dann in der Kirche. Dann wird noch was dazu gesagt, dass hinten irgendwie gebastelt wurde. Und dann wird erst das Vaterunser gebetet. Und das ist etwas, was man ganz klar in der katholischen Kirche auch sagen muss. Liebe Priester in der katholischen Kirche, sprechen Sie doch bitte wieder über die Beichte, über die Sakramente, über die Wichtigkeit der Beichte, dass die Beichte nicht einfach irgendetwas ist, dass du als Priester oder sie als Priester es so toll finden, sich die Sünden die Vergehen der Gemeindemitglieder anzuhören, sondern dass es ihre Aufgabe ist, die Jesus an sie weitergegeben hat, ihnen aufgetragen hat, die Sünden den Menschen zu vergeben. So wie es im Johannesevangelium steht. Und dass es wichtig ist. Und diese Bewegung in der Kirche, dieses ganze Durcheinander, liegt mit unter anderem daran, dass über die Beichte und über das Sakrament der Beichte Buße nicht mehr gesprochen wird. Denn dann werden die Menschen egoistisch, handeln selbstsüchtig und versuchen, ihren Krempel da reinzubringen. Die halbe Stunde in der Heiligen Messe oder die noch nicht mal halbe Stunde, die kann man den Kindern auch so in der Woche schenken. Und wenn man die Kinder von vornherein in einer Messe hat, dann wissen die Kinder den Ablauf, die wissen, wann was passiert, wann ich mich hinknien muss, wann ich mich hinstellen muss, wann ich mich hinsetzen muss. Und das, was man bei uns in der katholischen Kirche immer wieder merkt, dass die Leute immer weniger wissen, soll ich jetzt stehen, soll ich jetzt knien, soll ich jetzt sitzen, was soll ich denn jetzt nun tun? Und das liegt daran, dass sich zu viel eingemischt wird, zu viel rumgemacht wird in diesem ganzen Ding und dass der Priester an sich zu wenig sagt, zu wenig auf den Tisch schaut und sagt, Freunde, wir sind hier wegen Jesus, wir sind hier nicht wegen uns, wir sind hier nicht wegen unseren Vorstellungen, sondern wir sind hier wegen Jesus. Jede Idee, die dazu beiträgt, dass dieser Jesus weiter an die Menschen gebracht wird, in Verbindung mit dem, was er uns hinterlassen hat, dass wir die Tradition und das Vermächtnis Jesu bewahren, dass wir die Heilige Messe so lassen, wie es ist,
ist in Ordnung, das soll man auch akzeptieren und mitnehmen und nutzen, wenn einer meint, hey, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal, um über Jesus zu sprechen, oder ich mache jetzt einen Gebetsabend, einen Bibelkreis, ansonsten irgendetwas. Macht das doch alles und trefft euch auch mit den Kindern, macht eine Katechese und erzählt den Kindern, was geht ab, aber doch nicht während der Heiligen Messe. Das muss man dann auch einfach mal sagen. Es gibt bestimmte Dinge, die gehören zusammen, die sollte man so lassen, wie sie sind. Und nur wenn man bestimmte Dinge so lässt, wie sie sind, bleiben sie erhalten. Wenn man etwas kaputt machen möchte, dann fängt man erst an, es zu verändern. Und mit der Veränderung kommt die Zerstörung. Wenn man Dinge vermischt, dann geht man von den Wurzeln weg und irgendwann gibt es keine Wurzeln mehr. Und das, was mal war, existiert nicht mehr. Und wir sind, wie gesagt, auf dem besten Wege mit den Bewegungen Maria 2.0, Ökumene und diesem ganzen Krempel, was dort ist, um uns selber kaputt zu machen. Kein Mensch im Islam, kein Imam, kein Buddhist, kein Christ, Hinduist kommt auf die Idee zu sagen, hey, wir müssen uns jetzt mit den Christen zusammentun. Selbst die Moslems, die sagen, ja, okay, wir sehen Jesus als einen Propheten an, nicht als Gott oder als Erlöser, sondern als einen Propheten an. Aber die sagen nicht, hey, Christen, kommt doch mit zu uns, lass uns mal gucken, wie wir das machen mit dem Jesus. Sondern die sagen, nee, wir sind Muslime, wir haben unseren Glauben und fertig, lasst uns in Ruhe. Niemand greift diese Leute an, alle sagen, hey, lass doch die Muslime beten. Aber die katholische Kirche, die wird kaputt gemacht. Da muss man sagen, ja, da muss reformiert werden. Und man benutzt dann diesen Missbrauchsskandal und irgendwelche unzufriedenen Frauen dazu, um Unruhe zu stiften, um es kaputt zu machen. Wie gesagt, noch einmal, was den Missbrauch angeht, es muss aufgeklärt werden und diejenigen Menschen, die dafür verantwortlich sind und die dafür Sorge getragen haben und dass das alles unter den Teppich gekehrt wird und nicht aufgedeckt wird, die müssen zur Rechenschaft gezogen werden, die müssen ganz normal vor Gericht, wie jeder andere Mensch auch. Aber bevor irgendjemand sich dazu äußert, zu dieser ganzen Geschichte, ich empfehle euch, den Namen Bella Dott zu lesen, nachzuforschen, nachzugoogeln. Bella, wie die italienische Bella mit Doppel-L und Dott mit D-O-D-D. Diesen Namen nachzulesen. Diese Frau hatte in den 30er Jahren unter der Zeit des Kommunismus die Aufgabe gehabt, homosexuelle junge Männer oder homosexuell geneigte Männer mit einem schlechten sozialen Hintergrund in die Priesterseminare einzuschleusen. Und das waren über 1300 Männer, die sie dort eingeschleust hatte in der Zeit des Kommunismus. Das war ihre Aufgabe, um die Kirche von innen zu zerstören. Diese Frau hat sich dann irgendwann bekehrt und hat gesagt, hat ihrem Beichtvater das Ganze erzählt und gesagt, hey, was kann ich tun, dass das Leid, was ich der Kirche angetan habe, dass das wieder irgendwie gut gemacht wird. Da hat er gesagt, du musst es veröffentlichen, du musst es den Menschen sagen. Das war, wie gesagt, irgendwann in den 30er Jahren, schon lange her. Aber wenn man dann sich dessen bewusst ist, dass solche Leute auch dann irgendwann mal hohe Positionen in der Kirche angenommen haben, dann weiß man, warum sowas passiert, dass das alles mit Absicht gemacht wurde, um die Kirche zu zerstören. Dass es nicht diejenigen waren, die guten Priester und Hirten, die in der Nachfolge Jesu sind, die im Prinzip fast, oder ich würde sagen, jeder von uns kennt die guten Pfarrer und Priester in den Gemeinden, die sich um die Leute kümmern und die ihren Dienst verrichten, sondern es sind ein paar wenige, die eingeschleust worden sind, oder eigentlich viele, aber im Vergleich zu der Gesamtzahl der Priester auf der Welt sind es wenige. Trotzdem hat das gereicht, um diese Kirche in so einen Zustand zu bringen. Und wenn dann seit 1945 oder 46 3.500 notierte Fälle von Kindesmissbrauch in der Kirche aufgelistet worden sind, dann wird auf einmal die gesamte Kirche, das Priestertum und das Ganze als etwas Schlechtes dargestellt. Wie gesagt, im Fußball, in sozialen Einrichtungen und in Familien gibt es das auch. Und es ist schlimm. Und jeder, der sowas tut, muss verurteilt werden. Aber deswegen sage ich nicht, dass der gesamte Fußball schlecht ist, dass alle Familien schlecht sind und alle Sozialeinrichtungen schlecht sind und dass man sie alle in einen Sack schmeißt und mit dem Knüppel draufklopft. In diesem Sinne, liebe Leute, googelt mal eucharistisches Wunder. Ich habe lange gesprochen. Googelt eucharistisches Wunder, die Heilige Messe und ein Aufruf an die Priester da draußen.
die in ihren Gemeinden noch tätig sind, wo noch ein paar Menschen hinkommen. Der Grund, warum die Kirche immer leerer wird, ist, weil sie immer mehr durcheinander ist und weil man nicht mehr weiß, was ist denn jetzt die Wahrheit, was soll ich denn jetzt dort machen, weil das Chaos dort herrscht. Kommt wieder zurück zu den Regeln, zu den Wurzeln, zu dem, wie Jesus uns das aufgetragen hat, wie es die katholische Kirche von Anfang gemacht hat. Wenn man dorthin zurückgeht und Klartext spricht zu den Leuten, hey, das ist Sünde, darüber solltest du dir Gedanken machen, dort hast du die Möglichkeit, vor Gott zu treten, dich zu entschuldigen und dadurch wird es dir besser gehen. Das Sakrament der Heilung, wird ja die Beichte auch genannt, haben wir schon mal gehabt. Dort kannst du Heilung erfahren auf seelischer Ebene. Versuche es, das ist für dich, das hat Gott dir geschenkt und zwar nicht aus dem Grund, weil er sagt, du bist doof und du hast das und das und das gemacht, sondern ich liebe dich, ich möchte, dass du zu mir zurückkommst und dass du immer näher an meiner Seite bist. Und wenn ihr nicht anfangt, wenn wir nicht anfangen, Klartext zu reden in diesem Land, dann wird diese Kirche irgendwann verschwinden. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Liebe, ich danke, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns. Bis bald.